Letztes Mal in Pokémon Schwert. Na, jetzt mal sehen, ob sie mit der ID eines deiner Pokémon übereinstimmt. Und nun zurück ins Abenteuer. Ach ja, oh, ihr seid ja schon wieder da. Ich habe hier noch sabbernd meinen ersten Orden, den Pflanzenorden, begafft. Und ich sehe gerade, mir gehorchen jetzt alle Pokémon bis Level 30. Fangen kann ich aber trotzdem nur bis Level 25. Ah, und da wir hier gerade auf unsere schöne Liga-Karte schauen, möchte ich die mal auf der Rückseite ansehen. Da steht nämlich so ein bisschen die Übersicht über unser Team. Und ja, so unsere Grundstatistiken. Na, unter anderem, dass wir 33 Pokémon im Pokédex eingetragen haben, ein Rezept im Currydex haben, keinen Rallye-Rekord, dann müssen wir auch nochmal gucken, was das sein könnte. 30 Pokémon gefangen und keine Shinies. Gut, die ID Nummer 890.694. Ist die generell aufsteigend? Weil dann haben wir am ersten Tag schon fast 1 Million Menschen ja, sich registriert. Und das bis zum frühen Nachmittag. Nicht schlecht. So, wir gucken mal ins Album. Was sagt es denn zu Jarro? Jarro ist der Sohn einer Bauernfamilie. Da er bereits als Kind gemeinsam mit seinen Pokémon gearbeitet hat, ist er nicht nur körperlich stark, sondern wurde auch zu einem talentierten Trainer. Ihm fällt es aufgrund seiner Sanftmütigkeit schwer, gegen schwächere Gegner ernst zu machen, weshalb ihm bei der Arena-Challenge die erste Arena zugeteilt wurde. Angeblich verleihen ihm seine geliebten Gummistiefel eine bessere Standfestigkeit. Gut, also hatte ich ganz recht damit, dass er ein ziemlich cooler Typ ist. Ja, eher so der Fluffige. Okay, was sagt's denn zu Delien? Bereits im zarten Alter von 10 Jahren verbrachte er das Kunststück, gleich bei seiner ersten Teilnahme den Champ Cup zu gewinnen. An der Seite seines Partners Glurak hat er seitdem weder in offiziellen Kämpfen noch in Showkämpfen eine Niederlage hinnehmen müssen. Als der ungeschlagene Champ ist er das leuchtende Vorbild zahlreicher Trainer. Mit seinem schlechten Sinn für Orientierung tappt er dafür oft im Dunkeln. Sein Motto lautet, it's Champ Time. Ja gut, das wussten wir ja zu einem großen Teil tatsächlich schon. Und hopp. Der Pokémon-Trainer Hopp erhielt einen Empfehlungsbrief von seinem Bruder, dem Champ Delien. Nach eigenen Angaben analysiert er jedes einzelne Match seines Bruders ausgiebig. Es heißt daher, dass er als Trainer großes Talent an den Tag lege. Laut Delien hat Hopp viel Potenzial, neigt jedoch dazu, die Ruhe zu verlieren und dadurch sein Wissen in der Praxis nicht gut anzuwenden. Sein Partner Wolli hilft ihm bei der Hausarbeit. Oh, schön. Ja, gut, ich denke, das trifft seine Beschreibung ganz gut. Schade, dass wir uns keine eigene reintippen können. Würde mir bestimmt irgendwas Blödes einfallen. Aber wie dem auch sei, wir sind unterwegs auf Route 5. Und ich wollte mal gucken, ob ich dieses Bärchen hier schon habe. Aber ich meine, den hatte ich schon mal gefangen, oder? Das Velosi. Oder hab's versucht und es ist entkommen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist wohl entkommen. Wir wechseln mal das Pokémon auf Gelatini. Das braucht eh ein bisschen Training. Da können wir gleich noch ein bisschen pushen. Ja, ich habe in der letzten Folge schon kurz angerissen, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu unterlevelt bin am Ende in der nächsten Arena. Weil ich weiß nicht, wie weit es bis dahin ist und wie viel Möglichkeit der Trainerkämpfe wir bis dahin haben, zwecks Level-Ups. Oh oh, das war's um Gelatini. Verdammt. Dann können wir gleich nochmal zurück ins Pokémon Center rennen. Ja, ich möchte trotzdem mal das nächste einsetzen. Wir holen mal Pampam raus. Uiuiui. Ja, mit Gelatini muss was passieren. Das wird sonst wahrscheinlich bald keine Chance mehr haben. So, das war auch ein One-Hit-KO. Ja, Volltreffer, na, dankeschön.
Da, wenn du nicht brauchst, kommt er, ne? Ach, Leute. So. Jetzt darf ich direkt nochmal schnell ins Pokémon Center zurückrennen und dann hoffe ich, dass da nochmal so ein Bärchen auftaucht. Weil ich hätte schon gerne eins. Also nochmal kurz nach Turffield rein. Finde ich aber trotzdem schade, dass sie in der Stadt nicht noch mehr gemacht haben. Ne? Die zieht sich so schön um die Arena rum. Da hätte man vielleicht noch, wenn man noch irgendwie einen Klamottenladen oder einen Friseursalon oder sowas untergebracht hätte. Ne? Wäre cool gewesen. Hätte ich nett gefunden. Gut, okay. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir holen jetzt mal Gelatini nach vorne, damit es immerhin mal eingesetzt wird. Und können es ja dann im Zweifel jederzeit tauschen. Nur, dass es halt ein bisschen mehr EP bekommt. Ja, weil das, was im Kampf eingesetzt wird, kriegt ja nun offensichtlich mehr EP als das, was nur im Team verweilt. Okay, hier können wir noch abbiegen. Die Frage ist jetzt natürlich, welcher Weg ist der richtige? Da ist ein Buin genau. Aber ich wollte mal gucken, ob hier oben noch so ein Bärchen auftaucht. Bis jetzt aber nicht so richtig. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, welcher Weg ist jetzt der richtige hier? Was ist denn das? Ach, ist das eine Pension? Und da hinten liegt ein Item. Oh, hier ist noch so ein Bärchen. Gucken wir mal, ob wir das Velursi kriegen. Da sollte ich aber vielleicht wirklich Gelatini zurückrufen. Weil das hat vorhin schon schlecht funktioniert. Will ich Pampam nehmen? Ne, wir holen mal Kranowitz raus, oder? Vulpix? Nimm mal Vulpix. Das ist wenigstens nicht sehr effektiv, weil ich habe Angst, dass ich das wieder kill. Ich bin klar, das war vorhin durch den Volltreffer und so weiter, aber... ich weiß nicht, mir ist nicht wohl dabei. Genau, hier zwei Treffer, dann sollte das reichen. Der Wirbler dürfte nicht viel bringen. Oh, Ausdauer. Okay. Gut, wir müssten aber vorher einen Pokéball werfen können. Die Frage ist, werden wir es gleich bekommen? Das ist jetzt die ganz große Frage. Bleibt das jetzt im Ball oder nicht? Nee, bleibt es nicht. Das heißt, es wird jetzt verstärkt angreifen. Ah, es ist fehlgeschlagen. Okay. Nochmal ein Pokéball. Wenn das jetzt nicht klappt, dann schmeißen wir halt einen Superball. Auch wenn ungern. Na, klappt das? Nee. Na, ah, Mist. Fast. Das wird jetzt reinknallen. Okay. Ich probiere es mit dem Superball. Sollte eigentlich jetzt klappen. Das bricht ja auf. Was hat denn das für eine Fangrate? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Ich wollte doch eigentlich einen Ball. Also wisst ihr, Velursi kann mich, glaube ich, mal. Das war vorhin schon so. Das war doch beim ersten Mal schon, oder? So, Voldi hat ein Level-Up, immerhin. Ah, das war doch beim ersten Mal schon so scheiße zu fangen. Oh, hier ist auch Porenta und wohin genau? Ich will nur mal ganz kurz einen Trank auspacken. Nämlich einen normalen. Ich glaube, ein normaler Trank reicht da in dem Fall. Ah. Ach komm, hauen wir noch einen raus. Was soll's denn? Ist es wieder fit? Was haben wir uns zu verlieren? So, dann gehen wir halt auf das Porenta. Das ist mir sowieso lieber. Blödes wie ein Rossi. Bin ich eingeschnappt. Gut, ist die Frage. Ich weiß es gar nicht, wie Eis auf Pflanze wirkt. Bringt uns das was? Oder ich probiere es mal mit einer Lawine. Dann wissen wir es.
Oh, das Gelatini hält echt nicht aus. Oh, das war ein Volltreffer. Na gut, okay, das ist genehmigt. Ja, die Lawine bringt nicht viel. Nee, ich muss wechseln. Möglichst mal auf... Elektro bringt mir da nichts. Feuer wird es instant killen. Flug ist auch eher schlecht. Machen wir mal Pflanze gegen Pflanze. Zornklinge. Stimmt. Porenta ist kein Pflanzen-Pokémon. Ich habe mich jetzt von diesem scheiß Lauch da ablenken lassen. So ein Mist. Es ist ein Flug-Pokémon, natürlich. Mit dem Rasierblatt wird man nicht weit kommen. Der Doppelschlag höchstens. Der ist aber schwach. Aber es wird zweimal getroffen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich meine, was soll's. Ah, Silberblick, das ist okay. Kann ich mit leben. Ah, wir schmeißen den Ball. Und? Bleib drin, natürlich. Was ist denn das mit diesem blöden Wilwursi? Da könnte ich mich drüber aufregen, könnte ich mich. Brauche ich für das Vieh einen Meisterball oder was? Naja, gut. Level Up für Chimsticks, Granowitz und Vulpix. Verhöhner? Nee. Gut. Ach, das ist Kampf. Okay, alles klar. Das Wildenten-Pokémon. Dies ist die in Galar ansässige Form von Porenta. Dieser tapfere Krieger schwingt im Kampf eine dicke, robuste Lauchstange. Deswegen, okay, ja, alles klar, in die Box. So, dann schnappen wir uns noch das Wohin genau. Dieses komisch geschminkte Etwas. Ja, Eis gegen Wasser. Hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel Erfolg. Ich hole mal eine Pflanze raus. Was? Ja, dann eben nicht. Hat das irgendeine Fähigkeit, dass ich es nicht austauschen kann, oder? Der Konter schlägt schon mal fehl. Eis ist natürlich alles andere als effektiv, ist ganz klar. Also, ja, toll, das war's jetzt. Ah, also, das mit dem Gelatini, ich weiß nicht. Ich habe nur einen Wangenruppler. Weil ich hoffe auch auf eine Paralyse. Jawohl. Abgangsbund. Das ist jetzt nicht so das Problem, weil ich möchte sowieso eigentlich es fangen und nicht killen. Ich hoffe mal, die Paralyse ist jetzt stark genug und der Pokéball reicht. Jawohl. Reicht. Alles kein Problem. Das ist nur dieses blöde Wilursi. Komm ich nicht drüber weg, ja. So, jetzt drehe ich aber nicht nochmal um. Das Gedulds-Pokémon vom Typ Psycho. Es hasst Licht und Schocks. Wird es angegriffen, pumpt es sich auf, um einen Gegenschlag vorzubereiten. Wie kam ich denn da auf Wasser? War das mal Wasser? Ich meine, es ist ein Galar, wohin genau, ne? Also, schwer zu sagen. In die Box, bitte. Naja, muss ich alles mir mal noch genauer angucken mit den Typen. Aber alle werde ich sowieso nicht auswendig lernen, da bin ich nicht der Typ dazu. Werde ich halt ab und zu mal überrascht, was soll's.
Ich finde eine Wechselhülle, was ist das? Ein Item zum Tragen. Dieser harte Panzer sorgt dafür, dass sein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Okay. Das überbrückt also zum Beispiel diese Fähigkeit von wohin genau die gerade gewirkt hat. Ja, jetzt kann man abhauen. Das Flauschlingen habe ich schon und diesen Kampf muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Gut. Jetzt ist aber immer noch die Frage, welches ist jetzt der richtige Weg? Also hier hinten geht es auf jeden Fall schon mal zu einer Pension. Wie das aussieht. Hi, willkommen beim Pokémon Hort. Ich nehme hier die Pokémon von Tränen in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Sollst du mehr über das Thema wissen wollen, sprich am besten mit meiner Großmutter drin. Willst du jetzt gleich Pokémon bei mir in Pflege geben? Nö. Bis zum nächsten Mal. Ja. Haust du rein. Mal gucken, was die Großmutter noch zu sagen hat. Och, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Ach so, okay. Ja gut, nö, alles gut. Mhm, ein Toxel? Es ist ein Toxel, ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Oh? Okay. Es guckt aber sehr deprimiert. Elektrogift. Das Baby-Pokémon. Das Gift aus dem Giftsack in seinem Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lähmenden Schock verpasst. Okay, ich würde das mal gerne statt Gelatini mit reinnehmen. Das wird zwar ein niedriges Level haben. Was hier, das kannst du auch noch haben. EP-Bonbons, okay. Ah, Entschuldigung, ich muss mal kurz mal eben einen Schluck trinken. Sind quasi Sonderbonbons. Pokémon-Eier findest du in Pokémon-Hort. Und EP-Bonbons erhältst du, wenn du deine Raids bestreitest. Mhm. Okay. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der das exzessiv einsetzt. Okay, sieht so aus, als wäre das nicht der richtige Weg. Weil hier dürfte es versperrt sein. Oder wir müssen da dagegen kämpfen. Erstmal müssen wir aber gegen ihn hier kämpfen. Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Mhm. Dann hau mal raus. Pokémon-Züchter Bradley. Oh, was hat denn der für einen Ball? Oh ja, ich sollte wechseln. Holen wir mal Pampam raus. Ja, das Toxel muss ich auf jeden Fall erstmal an den Schluss packen. Ja, damit das erstmal ein bisschen EP sammelt. Aber das dürfte jetzt zumindest anfangs erstmal ordentlich aufleveln. Ja, mit den ganzen EPs, die es hier kriegt. Dürfte relativ schnell aufgeholt haben. Wir hauen den Fußtritt raus. Das dürfte auf jeden Fall ordentlich reinknallen. Ey, ehrlich, das Velursi, was der mit sich führt als Züchter, ist niedriger gelevelt als die Wilden, die hier rumrennen. Im Ernst? Oh, 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 oh. Zehn Level. Eins für Pampam, 10 für Toxel. Naja, gut, okay. Oh je, oh je, oh je. Trassler. Das ist Psycho, ja. Da kämpfen wir weiter. Psychopflanze oder sowas in der Art. Nicht sehr effektiv. Achso, nee, Unlicht wäre effektiv, klar. Ja, das ist natürlich sehr effektiv. Wir haben aber noch. Achso, nee, das wäre der Gegenstoß. Ja, da haben wir aber trotzdem eine Lösung dafür.
Genau. Mit Biss sollten wir da weiterkommen. Ja, heil dich noch ein bisschen. Ganz schön geheilt. So, haben wir einen Biss raus. Das sollte auf jeden Fall gut gehen. Jawoll. Das Ganze nochmal. So, noch ein Level-Up für Toxel und eins für Voldi. Als nächstes kommt ein Wommel. Nö, ich möchte weiterkämpfen. Wobei Flug jetzt hier natürlich sinnvoll gewesen wäre, glaube ich. Aber wir können es trotzdem mal mit einem Funkensprung probieren. Denn da dürfte auch Flug drin. Ach nee, das ist eine Fähige. Aber das haut trotzdem rein. Also kein Problem an der Stelle. Sehr gut. Wie, das Voldi mit dem Arsch wackelt, bevor es angreift. Schön. Natürlich noch ein Level-Up für Toxel. Was auch sonst. Na, Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Da hast du natürlich absolut recht. Also zumindest seinen Aussagen nach... Ist er wirklich Züchter? Wieso löst du nicht aus? Achso, jetzt löst du erst aus. Es folgt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Dann demonstriere mal, Pokémon-Züchterin Theresa. Du hast ein Pikachu an erster Stelle. So. Mit dem Toxel werden wir jetzt aber wahrscheinlich trotzdem nicht allzu weit kommen. Ah, werden wir einen Gegenangriff aushalten? Dann hätte ich mich versucht, es zu vergiften. Aber nein, ich glaube, das Toxel ist noch nicht so weit. Ein Pikachu. Dann holen wir wieder Pampam raus. Spaßkanone. Was sind das? Angriff sinkt. Verteidigung sinkt. Okay. Verstehe. Aber ich denke, mit Fußtritt sollten wir hier problemlos durchkommen. Ja, einmal getroffen. One-Hit-KO. Nicht mal ein Volltreffer gewesen. Gar kein Problem. Noch ein Level-Up für Toxel. Frubeila. War doch, glaube ich, eine Pflanze. Fee wahrscheinlich eher. Aber ich glaube trotzdem, dass sich das gut einäschern lässt. Allerdings. Kameradschaft? Was ist denn das? Angriff sinkt. Gut, es ist nicht so das Problem. Jetzt droppt die in Trank. Ich glaube, es hackt. Ah, wäre erstmal auf ein Echern geblieben. Na gut, es hat aber trotzdem locker gereicht. Habe ich da irgendwas verpeilt? Ist Glut stärker als ein Echern? Eigentlich nicht, oder? Oh, mal kein Level-Up für Toxel. Brauch mal was Neues. Ich war mir nicht sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Ja, ich hatte ja auch einen leichten Vorteil, nicht wahr? Da ist nochmal so ein blöder Bär. Nee, der kann mich mal. So, hier ist noch ein Bärenbaum und da kommt ein Koch. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch glatt auf einen Pokémon-Trainer gestoßen.
Küchenchef David. Okay. Und das Zeug bietest du dann deinen Kunden im Restaurant an oder was? Was ist denn das? Lebt das oder hat er jetzt wirklich einfach nur einen Apfel rausgehauen? Oje, oje, oje. Komm, Vulpix, das machst du. Oh, da muss ich ja schon gähnen. Wenn mir sowas entgegengeworfen wird. Ich sollte mir vielleicht einen Kaffee ansetzen. Also. Wobei es auch schon fast wieder ein bisschen spät dazu ist. Nun, wie auch immer, wir äschern jetzt diesen Apfel ein. Wobei, ich hätte vielleicht ein Pokémon auspacken sollen, was Biss beherrscht. Ja? Dann beißen wir den Apfel einfach an. Verteidigung steigt, ja. Und die scheint ja allgemein schon ziemlich hoch zu sein, ne? Wobei, gut. Damit wäre es um ihn geschehen. So, Level Up für Toxel und Chimsticks. Und der Küchenchef David ist besiegt. Hätte ich mir meine Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine KP stand. Oh ja. Ja, ist richtig. Hättest du tun können? Was will denn dieses Vilosi da? Erst nicht mitkommen wollen, dann kommen sie angerannt hier. Das kannst du auch vergessen. So. Ja, wir schütteln nochmal. Ja, noch einmal. Und nein, jetzt hören wir auf. Eine Persimbeere, zwei Maronbeeren, eine Amrenabeere und zwei Latschibären. Ey. Was war das jetzt? Das habe ich zu schnell weggedrückt. Kann ich nicht erkennen. So ein Mist. Wie weit wollen die mit denen hinterher rennen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Erst wollen sie sich nicht fangen lassen und dann das. Oh, hier liegt noch eine TM rum. Anziehung, okay. Okay. Hast du noch was zu sagen hier? Wenn du leckeres Essen auf den Tisch zaubern möchtest, liegt der Trick darin, bei ausreichender Hitze regelmäßig umzurühren. Wenn es über dem Topf glitzert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Besuch doch mal mein Pokécamp und stell deine Kochkünste unter Beweis. Könnten wir tatsächlich mal machen. Das heilt nämlich auch gleich unsere Pokémon. Ja, wir gesellen uns dazu und kochen mal ein bisschen. So. Ich möchte gern kochen. Ja, ich möchte mit Erik kochen. Jetzt wird gekocht. Jawollo. Wir nehmen eine Latschibeere, eine Maronbeere, zwei Persimbeeren, drei Amrenabeeren. Und zwei Sinelbeeren. Jep, möchte ich. Oh, da hat noch einer ein Item dazu getan. Mit dem Ghost auf sich. Ja, also ich muss dem nicht folgen. Das ist schon richtig, wenn nicht schneller. Gut. Schauen wir mal. Fump. Puff. Und alle haben so schwarze Gesichter. Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn das Ding hochgehen würde. Herbes Pilzcurry. Die rechte Ladung ist aber heftig, oder? Übernehmt euch nicht. Na, da freut sich unser Toxel.
Güteklasse Hokumil. Sieht mir aus wie Bronze. Alle KP wurden wiederhergestellt und Statusprobleme behoben. Deine Team-Pokémon haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Na schön. Das hat sich doch gelohnt. Alles klar, dann können wir jetzt eigentlich hier aus dem Camp wieder raus. Oh ja, nicht zu knapp, gell? Für Vulpix gibt es ein Level-Up. Gut, dann lasst uns doch mal kurz den Status unseres Teams checken. Das sieht sehr gut aus. Toxler ist immer noch vorne. Das ist auch ganz richtig so, damit es erstmal wenigstens rausgeworfen wird für die meisten EP in der ersten Runde. Ich entwickle langsam echt einen Hass auf das Vieh. Nee, ich werde mich jetzt weigern, in diesem Playthrough dieses Vieh zu fangen. Ich bin jetzt bockig. Ich meine, die Meinung kann ich immer mal nochmal ändern, aber fürs Erste, nope. So, hier unten, das ist ja nur ein Rundgang gewesen. Das heißt, wir werden es jetzt hier mit dem Team zu tun bekommen. Ole, 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 ole. Hey, du da drüben, wir wollen hier über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal den Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dalli. Mit einem Rad können wir den anderen Arena-Challengern prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal ein Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasse ihnen eine Abreibung. Warum? Bist du Arzt? Clown? Wer hat denn was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß bogen und damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal einen in einem Kampf ordentlich auf die 12. Ole, 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 ole. Oh, meine Güte. Oh, die machen mich fertig. Das geht ja gar nicht. Komm, hau mal raus hier, du Flachpfeife. Zickzack's schon wieder. Das scheint so deren Lead-Pokémon zu sein, wie es früher bei Team Rocket in der ersten Generation hier schon Zubat und Smogmog und so waren. Smogon und so. Okay, gut, wir müssen trotzdem natürlich das Pokémon wechseln, das wird mit unserem Toxel noch nischt. Wir hauen aber dem einfach mal Pampam um die Ohren. Ja. Da gibt es einen ordentlichen Tritt auf den fetten Ranzen und dann ist Ruhe hier. Dann hat sich nämlich ausgetrötet. Ja, Alter, tröt mich nicht voll. Meine Fresse. So, hier, komm. Da brauchen wir nicht mal einen Kraftschub vorher. Das regeln wir so. Druff da. Schüssen. Junge, Junge, Junge. Wieder ein Level-Up für Toxel. Gaunux. Ich kämpfe erstmal weiter. Mal gucken, was das ist. Ach so, ja, na klar. Die Weiterentwicklung von dem Fuchs. Logisch. Sollte aber trotzdem recht gut funktionieren, der Fußtritt, oder? Standpauke? Aber doch nicht von dem. Ja, haut voll rein, sage ich doch. Zwei Level-Ups, einmal Pampam, einmal Granowitz. Wir sind Team Yell. Wir stellen uns jeden Trainer in den Weg. Ja, das war ja bisher nicht sehr erfolgreich, oder? Ich meine, du stehst zwar blöd im Weg rum, aber nicht sehr effektiv. Das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja nicht in die Quere. Kommt der nächste gelatscht. Gut, dann kriegst du halt auch noch eine aufs Fressbrett. Oh, zu Biris? Hey, gucke da. Aha. Kommt mal ein bisschen Abwechslung in die Sache. Ich tendiere zu... Ja, was?
Ach, es war Voldi, ja, genau. Ja, das ist ja Geist, oder? Sibiris ist ein Geist, soweit ich mich erinnere. Ja, mit einem Kratzer reißt er jetzt natürlich richtig was. Dann knall mal einmal einen Biss raus. Nee, das bringt nichts. Upsi. Kampf oder Flug? Nehmen wir wieder Kampf. Mal Probe halber. Ich meine, Tobias war Geist. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass es einfach Unlicht ist und dass deswegen jetzt gerade neutral war. Beziehungsweise relativ schwach. Der Biss. Machen wir mal noch einen Fußtritt raus. Mal gucken. Keine Wirkung. Hey, Kampf allgemein? Was ist mit dem Überkopfwurf? Keine Wirkung. Da bin ich jetzt blöd? Lass mal schauen. Geht den theoretischen Pflücker? Ja. Der geht sogar relativ gut. Na, dann bleiben wir jetzt erstmal dabei. Ah, von wegen. Nochmal einen Klauenwetzer. Und versuchen es dann mal mit dem Furienschlag, auch wenn ich glaube, es wird keine Wirkung haben. Ja. Dann muss unser Starter mal ran. Was bist du für ein Typ? Probieren wir es mal mit Rasierblatt. Das hat auf jeden Fall gereicht. Level up für Voldi und Toxel. Das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Ja, genau. Red dir dein Leben mal weiter bunt. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins. Wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Hä? Autsch. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex? Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es einfach dir. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schlüpfen sie sehr gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte und siehe da, ist es sofort hineingeschlüpft. Verstehe. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus. Aber kein Problem, mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Ich erhalte ein Rotom-Rad. Du verstaust das Item, Basis der Item. Ja, ja, ein Fahrrad mit einem Motor. Bla, 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 bla. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung. Nee, brauchen wir nicht. Hui! Und da lag was. Lag hier nicht gerade was? Ja klar. Eine Heilfeder. Ah, okay. Der KP-Basiswert wird dauerhaft erhöht. Ne, gut. Jo, cool.
Da liegt aber einiges auf dieser Brücke, oder? Eine Abwehrfeder. Der Verteidigungsbasiswert erhöht. Alles klar, so. Ich will jetzt aber erstmal von dem Fahrrad wieder runter. Denn irgendwie ist mir das nicht so richtig. Was stimmt eigentlich mit Team Jelnich? Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, um nur um ihrer Favoritin zu helfen. Ja, das finde ich auch. Ein fairer verlorener Kampf ist immer noch besser als ein unfairer gewonnener. Das sollte man eigentlich auch als Fan einsehen können und dann trotzdem weiterhin zu seinem Favoriten stehen, auch wenn er mal nicht gewinnt. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Das hat ja ein Krönchen obendrauf. Das sieht natürlich interessant und schick aus da hinten. Das dazwischen ist jetzt wahrscheinlich wieder die Naturzone. Also ein weiterer Teil der Naturzone. So, hier liegt noch ein Item rum. Eine Heilfeder. Und da liegt auch noch ein Item rum. Mensch, ist hier was los. Eine Esprit-Feder. Spezialverteidigungsbasiswert. Okay. Oh, hi hopp. Da bist du ja, Dani. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen, nur so als Vorwarnung. Schritt? von wegen. Du hast also auch Lust auf einen Kampf. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Da wird höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Oh, ich muss noch mal einen Schluck trinken. So, hopp, jetzt bin ich fit für dich. Und er leadet immer noch mit Wolli. Wieso verwundert mich das wenig? Wo stehen wir denn? Dann zeig uns doch mal, dass du dir deinen Orden auch wirklich verdient hast. Level 8, naja. Gut. Das macht Pam Pam. Sollte ohne weitere Probleme über die Bühne gehen, hier soweit erstmal. Bin ja eher mal gespannt, ob er was Neues im Team hat. Hauen wir ihm einen Fußtritt entgegen. Auch wenn es mir um das Wolli fast ein bisschen leid tut. Wahnsinn, was die Wechselwirkung. Bla bla bla, oh. Hätten sie dem nicht noch eine andere Zeile geben können? Noch ein Level-Up für Toxel, das ist schön. Kranowitz, ich wechsle. Woldi, das machst du. Funkensprung. Okay. Also noch kann er was ausrichten. Das habe ich jetzt fast geahnt. Ich wollte nämlich eigentlich auf Biss runtergehen, aber das wäre erst recht in die Hose gegangen, so, aber jetzt dürfte der Biss reichen. Oh, tut's nicht. Krass, aber jetzt eigentlich, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut. Wir sind ja auch ein paar Level drüber und von daher hätte ich eigentlich gedacht, das reicht aus, aber nee, hat's nicht ganz. So, noch ein Level für Toxe. Fleckleon. Ich kämpfe erstmal weiter, Fragezeichen. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Ja, Funkensprung, I guess. Also was wirklich Neues hat er jetzt nicht im Team. Nur Weiterentwicklungen dessen, was er sowieso im Team hatte.
Ja. Tja, das war jetzt nicht so unbedingt die brachiale Vorstellung, muss ich sagen. Mein Angriff kannst du gerne senken, das bringt dich nicht mehr weiter. Ja, also das war jetzt eher eine schwache Vorstellung. Level up für Chimsticks. Okay. Versucht Abschlag zu lernen. Womit haben wir es denn damit da zu tun? Mit Unlicht. Unlicht 65, Stärke 65. Da kann eigentlich der Kratzer mal raus oder der Doppelschlag. Ey, ja, Kratzer raus. Wie kannst du stärker sein als ich? Ich hab doch einen Pflanzenorden, genau wie du. Ja, ich hab den ja auch relativ gut platt gekriegt. Ich weiß ja nicht, ob du dich mehr anstrengen musstest. Da du immer noch nur ein Dreier-Team mit dir rumträgst, naja, ich meine. Du wirst immer besser, Dani. Aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Ja, das solltest du auch tun. Ich meine, das war jetzt keine grandiose Show. Drück doch mir einen Beleber in der Hand. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Ah, okay, also als nächstes kriegt man es mit Wasser zu tun. Bin ich mal gespannt, was die vorher als Prüfung so aufzubieten hat. Eine Flinkfeder-Initiative. Okay, das ist was für langsame Pokémon.